Was läuft in meiner Richtung? Jetzt dreht er um. Ja, ich glaube, das beleidigt, weil Garrett ihn nicht umarmen wollte. Jetzt sag mal nicht, du patrouillierst wirklich nur hier rundherum in der Gegend. Quatsch. Quatsch. Alles Quatsch. Aber Chicken, Quatsch wurde doch niedergebrannt. Ja, schön für Quatsch. Nur eine kleine Ratte. Ja. Zu den Dogs. Mich wahrscheinlich wieder alle Leute hassen. Ah, gerade irgendwelche Wache in der Nähe. Mal gucken erstmal auf den Zettel. Keine Tote, 3 Bewusstlose, 6 wertvolle Sachen wurden gestohlen, ein geknacktes Schloss. Ja, wo das geknackte Schloss wohl gewesen ist, doch nicht entweder bei den Heiden. Hallo? Du kannst mich doch nicht einfach runterschieben, Tür. Das ist nicht nett. Doch nicht lustig. Voll unhöfliche Türe. Wie unhöflich. Ich wollte die andere Kerze eigentlich ausmachen. Sonst liegt hier nichts, oder? Doch, da liegt noch was. Hope you got something good, Garrett. Business ain't what it should be. Na, ich hoffe, ich habe auch einiges. 1825, ja, das ist einiges. Naja, es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Es geht sicherlich noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Hallo, Mr. Pagan. Please don't hurt me. Ich weiß, ich habe euch bestohlen. Und es tut mir nicht leid. Ich brauche das Geld. Guck mal, sind wir jetzt Freunde? Ja, sieht ein bisschen mehr aus. Kann ich das eigentlich mehrmals machen? Wird dann nochmal aufgezählt? Ja. Das heißt, wenn ich sie bestehle, kann ich das einfach wieder wettmachen, indem ich hier ein paar Wasserpfeile reinschieße. Lol. Lol, 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 lol. Na gut, Blendgranate brauche ich nicht. Der Baum sieht genauso wie vorher aus. Ach, diesmal ist hier oben keine Person. Das war nett. Sehr nett. Kann ich ein oberes Schloss knacken? Was ich mich frage, kann man eigentlich täglich auf dem Schiff auch irgendwas an Loot finden? Das habe ich gar nicht Rappi gefragt. Und wieso ziehst du immer das... den Dolch? Garrett, lass das! Ich komme nicht hoch. Nein! Ich wollte das Zeug nehmen!
Oh ja, Truhe können wir wieder zumachen. Ja, don't mind me, I'm just passing through. Aber wir sind doch Verbündete. Ja, us watching you. Ich watche euch auch. Na, jetzt wieder etwas gesunken. Gut, was heißt etwas? Das ist einiges gesunken. Egal! Hat das schon gereicht? Wie das einfach mal gereicht hat. Wahrscheinlich hätte auch einer gereicht, aber hey, better safe than sorry. Wie man das voll abusen kann. Eigentlich würde es gar keinen Sinn ergeben, wenn auf dem Schiff ständig was ist. Also sich erneuert. Gut, das ist weit weg. Oh, hi. Ja, hallo. Ja, wie viele Feuerpfeiler können wir insgesamt haben? 15, okay. Wipe your feet and don't go touching nothing if your hands are dirty. Entschuldigung. Jetzt sei mal nicht so empfindlich her. Doch, er will empfindlich sein. Das ist sein Beruf, Hobby. Keine Ahnung, er steht in seiner Jobbeschreibung. Wieso Stoppbeschreibung? Er ist der Inhaber dieses Laden. Er fragt einfach nicht. Chicken ergibt meistens keinen Sinn. Ja. Oh, die Taverne hier, der Bereich wird wieder. Scheiße. Ich würde ja eigentlich schon sagen, schlagen wir dich nieder, aber du respawnst ja eh nach einer Zeit. Beziehungsweise ein anderer. Was ich nicht verstehe. Oh, jetzt sich ans Geländer festhalten und ihn runterziehen, wie Batman es gemacht hat, immer in Arkham City. Und Origins, war das auch schon in Arkham Asylum? Oh, in Arkham Knight ja nicht mehr. Wo rennst du jetzt lang? Leg dich schlafen, Mann. Es ist schon sehr spät. Doch, es ist spät. Guck doch mal. Es ist dunkel, mitten in der Nacht. Irgendwo ist auch der Mond zu sehen. Was macht der andere Kerl gerade? Der ist irgendwo da hinten. Irgendwo, ja. Wie half a minute. Einer nur? Geht natürlich nach da unten hin, wo die Leiter ist. Wäre weiter geradeaus gegangen, hätte ich jetzt gesagt. So schleichen wir uns schnell da durch zur Leiter.
Na, kommst du irgendwann nochmal zurück? Komm. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß es. Ich weiß es. Hey, watch it. Aiden. Hat er einfach die Leiter blockiert? Was zur Hölle? Unhöfliches Pack! Unhöfliches Pack! Jetzt bin ich so unhöflich und sage nicht Gesundheit. Aber Chicken, du hast es doch gesagt. Ja, end of a long day. Hast du ein Tattoo? Ja, hat er. Was soll das darstellen? Ich erkenne das nicht genau. Irgendwas. Ja, schön für dich, ne? Leg dich ins Bett, du musst todmüde sein. Aus dem Weg, Stuhl! Stuhl, Stuhl, Stuhl! Lass mich dich aus dem Weg schieben, damit du nicht mehr im Weg stehst. So. Das Fenster ist zwar dort, aber hey. Ich wollte gerade sagen. Aber ja, da ist noch eine Türe. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt in dem Raum gefangen? Haben die die Türe ausgebaut und verkauft? Definitiv, Chicken, definitiv. Ach, der werte Herr ist allein und die Dame ist nicht da. Ich wollte nicht den Käse. Flatsch. Interessiert ihn nicht. Naja, der geht jetzt sowieso ins Lager. Auf mich stürzen die Fässer nicht wieder auf ihn. Instant Karma oder was? Ach komm schon! Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hätte es nicht sagen dürfen! Na, du hast es gesagt, Chicken. Ja, habe ich auch gemerkt. Du kommst ins Bett daneben. Eigentlich wollte ich die Frau in das Bett noch legen, beziehungsweise ich hätte erst die Frau bewusstlos gemacht, sie kam dann, wäre dann ins das Bett gekommen und du wärst eigentlich in das andere Bett gekommen, also lege ich dich jetzt auch ins Bett. Also in das andere Bett, in das, was ich eigentlich hätte vorher legen würden, aber die Frau ist ja nicht da. Dann sind die Flaschen jetzt die Frau. Falls sie nicht runterfallen. Habe ich in der vorherigen Nacht eigentlich jemals die Truhe da aufgemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann doch einfach das Fass dorthin stellen. Fässer kann man Ernsthaft. Egal, du bist jetzt die Frau. Nein, du musst drauf liegen bleiben. Du musst drauf liegen bleiben. Ganz zärtlich. So, das ist jetzt die Frau. Gibt's sonst noch unten irgendwas? Feuerfall! Feuerfall! Den habe ich vorherige Nacht auch nicht mitgenommen. Verdammt. Jetzt wo ich darüber nachdenke. Ach du Scheiße. Da steckt nochmal hier drin eine Person nieder und schon sieht es aus wie, als hätte der Blitz oder so. Er
beben. Keine Ahnung.